So, neue Daily. Woran sind wir denn gestern gestorben? An so ziemlich allem. Das war echt nicht schön. Also alle drei Runs waren nicht so berauschend. Das heißt, wir sind einfach vorsichtig. Da sind schon mal Kisten. Da kommen wir aber so hin. Gut. Das heißt, wir nehmen jetzt dich mit. So. Was haben wir da unten? Nichts. So, du kommst mit. Wir müssen nach... Du stehst doof. Nein. Ich wollte nicht darunter. Ich wollte nur hier hin und dann die Spinne töten. Na komm. Spring jetzt endlich runter. Ich will dich töten. Diese doofe Spinne. So. Kann ja nicht... Also ich mach gleich die Aufnahme aus. Das ist nicht gut für mein Herz. Ganz ruhig, Georgon. Schaff's wenigstens aus dem ersten Level raus. Dann bist du besser als gestern. So. Wir hätten gerne dich. Wir wollten ja eine Kiste noch aufsammeln. Die war hier hinten. Genau. Und wir haben jetzt schon recht viel Zeit verballert. Das heißt, Geist könnte auch bald kommen. Der Stein hätte mich gerade umbringen können. Seile. Warum gibt ihr mir keine Bomben? Okay, ich mache zu viel Unsinn mit den Bomben, aber nee. Da ist die Blondine, sehr schön. Okay. Kiste. Nein, die Bombe. So meinte ich das nicht. So, du kommst mit. Du gehst da runter. Du kommst mit. Du kommst mit. Kiste wird gecheckt und dann nichts wie raus hier. Gold ist schön. 17.000. Aber drei Herzen verloren im ersten Level. Das ist übel. Richtig übel ist das. So, die Spinne da könnten wir töten. Da wäre ein Schlüssel. So. Da wäre die Truhe. Okay, also wir sprengen uns hier durch, um zur Truhe zu kommen. Danach sprengen wir uns... Ne, hier kommen wir nicht durch. Danach schmeißen wir hier ein Seil hoch. Springen uns hier durch, um zu der Kiste da zu kommen. Zoink. So. Schnappen wir uns die Kiste. Töten hoffentlich die Spinne. Jo. Nimm das Ding einfach mal mit. So, wir brauchen unbedingt die Blondine, die ist da hinten. Das heißt, wir müssen hier eigentlich gar nicht weiter. Oh, nein. So, du kommst mit. Schnell, 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 bevor gleich der Geist kommt. Dich haben wir ausgelöst. Da oben ist eine Spinne, das ist okay. Da ist noch eine Spinne. Ich sollte das Ding einfach weglegen. Oh, oh, oh. Warum hast du mich getroffen? Achso. Wir sind von der Schlange hochgesprungen. Na komm, weg. So. Sprungstiefel, ja oder nein? Nein. Und lass diese doofe Kanone nicht stehen. So. Raus, 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 raus. Dich abgeben. Und dann hätten die Sprungstiefel doch kaufen sollen. Nee, komm, weg, 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 weg. Also ja, im Nachhinein die Sprungstiefel wären gar nicht mal eine schlechte Idee gewesen. Aber die sind halt recht teuer. Ah, okay. Ist zu spät, bringt nichts mehr drüber nachzudenken. Sehr unmulmiges Gefühl dabei. Mulmiges Gefühl.
Oh, Blondine gleich hier vorne. Okay, warte. Du warte hier. Du kommst mit. Du bist tot. Jo. Okay, zwei Herzen, keine Bomben, ganz viele Seile. Da sind Stacheln, aber da fällt sie nicht rein. Ist okay. So, ich brauche Bomben. Ja. 11.000 tut weh, aber hilft nichts. Kriegen wir eh gleich wieder, vor allem wenn wir uns hier durchbomben. So, so. Oh, sehr schön. Jetzt brauche ich echt nur noch ein paar Leben. Also diese Royal Jelly zum Beispiel aus dem Dschungel wären jetzt richtig praktisch. Und erstmal gucken, wo die Blondine gelandet ist. Stacheln? Und eine Spinne kommt. Das ist nicht so schön. Dass genau da jetzt Stacheln sein müssen. Haben wir hier noch was? Gold. Und einen verrückten Shopkeeper. Wir haben echt den Fluch, mit wenig Leben weiterkommen zu müssen. Aber ein Minenlevel haben wir jetzt noch, wo wir Blondinen fangen können. Und das ist gemein hier. So, du kommst mit. Du kommst mit. Ah, da ist noch so eine Falle. Ist ganz schön garstig hier mit den Stachelfeilen-Dingern. Und da ist die Blondine. Okay. Flupp. Swoosh. Gibt's Leben in der Kiste? Ich glaub nicht. So, du kommst mit. Oh. So, die Falle hatten wir schon ausgelöst. Ach, da hätte wieder ein Stachel sein können. So, da. Und da waren auch Stacheln. Das Ende der Minen war in Reichweite, nur ein Stück weiter. Ja, und 38.000 ist echt nicht viel. Aber wir haben es wenigstens in Level 4 geschafft. Darüber kann man ja inzwischen glücklich sein. Sehr komisch das Ganze. Oh, Platz 3. Und fast keiner hat gespielt heute. 320.000. Das ist übel. Das ist richtig übel. Mal eben so viel wie alle anderen zusammen. Ja, das kann ich auf mir sitzen lassen. Wir müssen jetzt mindestens die 40.000 knacken. Abenteuer. Mit Spelunky, Rainer, über 40.000. Und mindestens Hälfte des Dschungels. Wir haben ein paar neue Striche in der Wand. Aber die hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon. Flupp. So, komm schon. Richtig schönes Level, kein Schaden nehmen, Küsschen und 20.000 Gold. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Puh, warte mal. Dann kommen wir nicht durch. Okay, ich springe hier, in der Hoffnung, dass da unten Bomben drin sind. Da sind nochmal Seile drin. Das heißt, ich müsste gleich nochmal springen, um zu Blondinen zu kommen. Und ich würde eigentlich noch ganz gerne sprengen, um da an die Kisten ranzukommen. Hier. Also in irgendeiner der Kisten müsste jetzt bitte eine Bombe drin sein, sonst haben wir gleich keine mehr. Noch mehr Seile, wollte mich veralbern. So. Schlange. Okay. Und hier kommen wir gar nicht zur Blondine. Wir kommen gar nicht durch mit nur einer Bombe. Egal, wo wir bomben. Ja, nö, dann musst du jetzt da bleiben. Tut mir leid. Ich will jetzt nicht meine letzten Bomben missbrauchen, um dich zu befreien. Das wird nämlich nichts dann. Oh, warte mal. Also das war gerade ein Fehler mit der
war, also der hätte ein Ding ins Land runter können. Bomben? Keine Bomben. Eine Machete hätten wir da. Edelsteine bringt uns alles nichts, weil wir nicht nur Bomben haben. Spring. Spring. Komm schon, das ist jetzt die vierte Kiste in diesem ersten Level. Bomben, sehr schön. Okay, kommen wir noch schnell genug? Ja, kommen wir noch schnell genug zurück, ist die Frage. Ich denke nicht, aber hey, ist keine Tagesaufgabe, ist mir Wayne. Wir holen jetzt die Blondine. Wir haben sie so oft in den Tod gestürzt, da müssen wir sie jetzt wenigstens einmal retten. Oder aus Versehen wegspringen. Was auch immer passiert. Ich glaube, hier müsste sie überleben. Jo. So, und da wir gierig sind, wie immer, nehmen wir das ja auch noch alles mit. Und wir haben gleich den Geist auf der Backe, das weiß ich. Au. Aber damit muss ich umgehen können. So. Geist kommt. Da kommst du. Gut. Haben wir den Ausgang überhaupt schon gefunden gehabt? Hier nicht. Ja, hatten. Oh, oh. Wie kriegen wir den Geist um? Shift. So. Kriegen wir den Geist um Shift? Raus, rein. Okay, 20.000 ist nicht geworden, aber 16.000. Das ist ordentlich. Knutschi. So, das Ganze jetzt nochmal. Also nicht getroffen werden, schön viel Gold einsammeln und überhaupt. Peitsch. Nee. Dich mag ich nicht. Zeug. Blondine habe ich bisher noch keine gehört. Da ist ein Händler. Oh, Kletterhandschuh. Dich hätten wir gerne und dich hätten wir gerne. So, also schon mal gut ausgerüstet. Da ist der Ausgang. Und zur Hölle ist die Blondine. Oh, und warte mal, da können wir... Oh, oh. Na. Und genau dahin, wo ich es geworfen habe, ist ein Händler. Das... Bring die Spinne um. Danke. Oh. Wo bist du? Bisher ist alles okay. Wow, oh, 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 oh. Ja. Nicht gelaufen, wie erwartet. Aber wir haben kein Leben verloren. Und er hat uns die Spinne umgebracht. Was ja auch ganz toll ist. Das ist doch gemein. Okay, warte mal. Wir springen uns hier durch. Weil sobald wir da runterspringen, wird er auf uns schießen. Und ich will nicht, dass auf mich geschossen wird. Aus naheliegenden Gründen. Zeug. Goodie. So, ganz viel Gold, ganz viele Edelsteine. Auch wenn wir sie nicht im Shop ausgeben können. Aber ich hoffe einfach mal, dass wenn wir bis zum Dschungel kommen, dass es da dann andere Händler gibt. Oder dass sie das vergessen haben. Weil es wäre ganz schön garstig, wenn das bis ganz, ganz unten ein Brandmarkt. So, du kommst mit. Ist gar nichts, okay. Flup. Na! Das war nicht toll.
Das war ganz und gar nicht toll. Wir kommen jetzt wieder nur auf die 40.000, hä? Huh? Ich bin verflucht. So, die haben beide geschossen. Beide in uns rein. Und dann wurden wir von der Fledermaus gepiekst und überhaupt. Nicht schön. Da ist verrückter Händler. Kommst du da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Weil sie springen jetzt auf den Kopf, dann müsste er eigentlich ohnmächtig werden. Dann bin ich tot. Also ja, hätte ich die Spinne ordentlich vor umgebracht, hätte das irgendwie klappen können. Ich erlag einem Spinnenbiss und meine Leiche wurde von einem alten Mann mit einem Schrotgewehr verstümmelt. Mehrfach verstümmelt. Stundenlang. Ja gut, lassen wir das. Wir sehen uns morgen wieder zur Daily. Also bis dann.